Jetzt müsste meine Aufnahme starten und Sie müssten, wenn ich jetzt den Bildschirm wieder auf Teilen schalte, eigentlich relativ zügig sozusagen jetzt dann meinen Desktop wieder sehen. So, 3, 4 Sekunden Verzögerung gibt es vielleicht. Und dann sehen Sie den Einstieg, den ich das letzte Mal genutzt habe für die Faktorenanalyse. Da waren wir ja. Kleine Wiederholung zur Grundlogik. Wir haben bisher Methoden gehabt, mit denen wollten wir was rausfinden, bei denen wir etwas rausfinden wollen, über die wir schon eine Vorahnung hatten. Also so nach dem Motto, ich habe den Preis einer Sache und der Preis, der wird erklärt durch Eigenschaften. Wenn die Eigenschaften, genau wie der Preis selber, Preis ist ja eine Zahl, eine metrische Variable, wenn die Eigenschaften auch Zahlen sind, dann war die Methode der Wahl die Regressionsanalyse. Das ist eher der Part der quantitativen Methoden. Und eine unserer ersten Methoden war jetzt hier in den qualitativen Methoden das Thema Varianzanalyse. Damit haben wir also gesagt, wie beim Margarinebeispiel, ich habe die Stückzahl der Margarine, die im Supermarkt verkauft wird, und wir schauen mal mit den Eigenschaften, ob ich die in das Regal platziere oder in die Kühltheke oder direkt bei der Kasse, wie viel habe ich verkauft. Also ich habe Kategorien, die ich bilde und erkläre das Einkaufsverhalten. Dazu muss ich aber auch die Vermutung vorher schon haben, dass die Logik, so nach dem Motto Margarine in die Kühlfächer, dass das etwas bedeutet, dass es eine Wirkung hat, die ich vorher vermutet habe. In der Statistik nennen wir das Hypothese. Ich habe die Hypothese, dass die Platzierung relevant ist dafür, wie viel Stückzahl Margarine verkauft werden kann. Und danach versuche ich das zu testen, ob diese Hypothese stimmt, ja oder nein. Und wir wollten natürlich immer gucken, stimmt das? Vor allem der Zusammenhang, den wir vermutet haben. Und meistens haben wir das komischerweise umgekehrt probiert. Also wir haben die Hypothese aufgestellt. Platzierung im Kühlregal, an der Kasse oder sonst irgendwo spielt überhaupt keine Rolle für die Margarine-Verkaufszahl. Denn wenn wir widerlegen können, dass es keine Rolle spielt, haben wir durch diesen Umkehrschluss quasi bewiesen, dass es eine Rolle spielt. Das ist ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig, aber die meisten unserer Verfahren laufen einfach so in der Statistik, dass wir sagen, wir schreiben erstmal das Gegenteil auf als Hypothese von dem, was wir wollen. Dann sehen wir, dass das Gegenteil nicht stimmen kann. Und dann merken wir dadurch, aha, nicht das Gegenteil war richtig, sondern das, was wir eigentlich wollen, ist richtig. Also Beweis durch Umkehrschluss nennt man das in der Mathematik. Und das ist ein Prinzip, was sich leider in der Statistik durchgesetzt hat, obwohl es so komisch ist oder so umgekehrt ist. Wenn wir in die Faktorenanalyse reingehen, machen wir zum ersten Mal was anders wie bei allen Methoden. Ja, wir haben keine Vorahnung, denn das hier ist jetzt ein, so wie es hier eben auch heißt, ein strukturentdeckendes Verfahren. Was entdecken wir hier jetzt? Wir gehen ohne Hypothesen, aber mit der einzigen festen Annahme, die Daten, die wir angucken, sind Zahlen, sind metrische Daten. Und wir versuchen, oder nicht wir, sondern das SPSS, unsere Statistiksoftware, die sucht uns aus den Zahlen Gemeinsamkeiten heraus. Und zwar Gemeinsamkeiten so, dass wir gewisse Dinge bündeln können. Im einfachsten Fall bei 5 Eigenschaften, zur Margarine hatten wir angefangen, hätten wir jetzt hier 5 Eigenschaften, Haltbarkeit und Preis. Und gefühlt sagen wir natürlich auch hier, könnten wir theoretisch eine Hypothese sogar aufstellen. Aber die Faktorenanalyse funktioniert auch ohne, dass wir eine aufgestellt haben. Da habe ich ja vermutet beim letzten Mal, Vitamine, Kalorien und Anteil gesättigter Fettsäuren, das unterscheidet sich. Das unterscheidet sich doch vom Preis und von Haltbarkeit. Das ist in der, ich sag mal, in der Alltagslogik doch was ganz anderes. Und vor dem Hintergrund hätten wir gesagt, jawohl, vorne die 3, hinten die 2. Das sind so unsere Vermutungen, die wir mal anstellen, obwohl wir die gar nicht bräuchten. Und starten mit einem Datensatz los und gucken mal, ob in dem Datensatz Zusammenfassungen möglich sind. Die Zusammenfassung läuft also über Zahlendaten, über metrische Daten, die wir zusammenfassen wollen. Wie könnte so eine Zusammenfassung aussehen? Was könnte da ein Maß sein? Im Wesentlichen haben wir 5 Sachen angeguckt und fast alle dieser 5 Sachen hatten die große Gemeinsamkeit, die Korrelation als Basis. Also wenn Sie mit den ganzen Kennzahlen, die da das letzte Mal vielleicht auch so ein bisschen schnell Ihnen um die Ohren geflogen sind, nicht so super gut klarkommen, dann wäre ganz super, wenn Sie da nochmal die Korrelation angucken, das vielleicht nach Mini-Zahlenbeispiel in Excel kurz durchjagen als Basis, dann haben Sie im Griff, was steht da zahlenlogisch dahinter. Auch zur Korrelation habe ich, glaube ich, ein Video mal online gemacht. Und was ist dann die Logik, dass wir sagen, wir haben ein paar Kennzahlen, mit denen wir loslaufen. Wenn 2 Merkmale miteinander korreliert sind, ja, also ich sage jetzt mal, Vitamingehalt hat viel mit Kaloriengehalt zu tun. Ja, wenn ich viele Kalorien habe, dann sind vielleicht die Kalorien der Träger von vielen Vitaminen. Ja, dann geht das Hand in Hand. Dann erwarte ich zwischen den beiden Dingen eine positive Korrelation. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass wenn ich viele ungesättigte Fettsäuren in der Margarine drin habe, also mit anderen Worten insgesamt viel Fett dann natürlich auch,
Bei viel Fett habe ich wahrscheinlich auch mehr Kalorien und erst recht vielleicht dann auch mehr Margarine, weil Sie wissen ja, Vitamin A wird zum Beispiel von Fett getragen, während andere Vitamine nicht unbedingt Fett als Träger brauchen. Die würden vielleicht auch in wasserbasierten Lebensmitteln drin sein. Heißt also mit anderen Worten, wahrscheinlich habe ich Korrelationen zwischen diesen drei Dingen, und zwar relativ hohe. Und das war der erste Ausgangspunkt für die Faktorenanalyse, dass wir gesagt haben, Korrelation ist das Erste, und zur Korrelation kann man prüfen, ob die Korrelation eine Zufallsschwankung ist oder ob sie signifikant von Null abweicht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe. Ich zeige es jetzt nochmal kurz zur Sicherheit, dass wir bei der Faktorenanalyse also Dinge zusammenfassen wollen. Wir haben 40 Eigenschaften von etwas abgefragt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich von der Bierbefragung erzählt, die wir in Freiburg gemacht haben. Da haben wir die lokale Brauerei im Prinzip analysiert und haben gesagt, von der Gander Brauerei gibt es eine Biermarke und wir fragen alles ab. Ob das Bier frisch schmeckt, ob es würzig schmeckt, ob es scharf schmeckt, ob es süß schmeckt, ob es abgestanden schmeckt, ob es was auch immer. 40 Fragen gestellt. Und dann wollen wir natürlich am Ende nicht 40 Antworten haben, sondern wir wollen sagen, es gibt zwei, drei wichtige Kernereignisse oder Kerneigenschaften, die da hinten dran stehen. Also würzig und scharf, das hängt vielleicht ein bisschen näher zusammen, wie wenn ich jetzt sage würzig und abgestanden. Und vielleicht wollen wir da dann würzig und scharf zusammenziehen. Auch da wieder Korrelation als Idee. Und deswegen hier so eine Art Kochbuchvariante, wie man sie uns aufschreiben könnte, nach dem Motto, wie läuft denn das überhaupt? Also das Konzept der Faktorenanalyse, was eignet sich denn dafür überhaupt? Eignet sich ein Datensatz überhaupt für die Faktorenanalyse? Dazu gucken wir uns als erstes Korrelationskoeffizienten an. Keine Sorge, macht SPSS automatisch. Haben Sie dann später automatisch auf dem Papier, wenn das eben die Klausurfrage wäre. Und dann ist es so eine Matrix, gucken wir uns auch gleich nochmal an im Datensatz, die über 0,3 sein sollte. Also die Zahlen, die in der Matrix drinstehen. Das war auch die Faustregel, die Sie schon kennen. Wenn eine Korrelation 30% plus, also 0,4, 0,5, 0,6 oder minus 0,4, minus 0,5, minus 0,6 hat, dann sagen wir, okay, die ist von der Zahl her in der Größenordnung, die passt, ja, die wir analysieren wollen und wo wir vermuten, die eine Eigenschaft, ich sage es einfach mal wieder, das Bier schmeckt würzig und die andere Eigenschaft, das Bier schmeckt scharf. Das hat was miteinander zu tun. Danach wollen wir aber, dass diese Zahl, die da berechnet worden ist von der Software, sich deutlich genug von einer Zufallsschwankung unterscheidet. Und dafür haben wir doch immer diese Signifikanzniveaus genommen. Bei jeder Analysemethode galt, wenn wir eine Kennzahl ausgerechnet haben, gibt es eine Prüfgröße. Und die Prüfgröße Signifikanz, die muss unter 0,1 sein, damit diese Kennzahl belastbar ist. Also könnte man sagen, die erste Etappe der Korrelationsanalyse. Bei der Faktorenanalyse, Verzeihung, schaut sich genau Korrelation und deren Signifikanz an, um zu schauen, gibt es da überhaupt Zusammenhänge im Datensatz. Denn Sie sehen ja, oben drüber steht, taugt der Datensatz was? Kann ich damit überhaupt Faktoren rausziehen? Dann habe ich gesagt, in der Mathe ist es manchmal gut, die Sache einmal umzudrehen. Deswegen wird die Korrelationsmatrix invertiert. Vereinfacht gesagt, in Excel gibt es eine Funktion, die heißt, stellen Sie eine Tabelle auf den Kopf, die heißt transponieren. Das mit ein bisschen mehr mathematischer Logik wird gemacht und da galt dann genau das Umgekehrte. Während Sie Korrelationen mit hohen Zahlen haben wollen und auf der Hauptdiagonalen überall Einser stehen, will man bei der Inversen genau diese Eigenschaften umdrehen. Das heißt, das, was auf der Hauptdiagonalen der entstehenden Tabelle steht, da kommt eine Tabelle bei raus, wie immer. Und in der Tabelle ist das, was auf der Hauptdiagonalen Zahl steht, das müssen größere Zahlen sein und unten drunter sollen die Zahlen kleiner sein. Und dann habe ich das letzte Mal gesagt, gibt es noch eine vierte Prüfgröße, dass wir nochmal eine Diagonalentabelle haben und alles, was unter der Hauptdiagonalen steht beim Anti-Image, soll unter 0,1 sein. Höchstens ein Viertel der Werte, die dabei rauskommen, darf über 0,1 sein. Also das ist so unsere gebündelte Folie, wie wir das machen. Und wenn möglichst viele dieser vier Prüfpunkte gut ausfallen, also hohe Korrelationen über 0,3, viele signifikante, müssen nicht alle sein, die Zahlen, die unter der Hauptdiagonalen der Korrelationsinversen stehen klein, auf der Korrelationsinversen groß und die Anti-Images wenige, die über 0,1 hinausgehen, dann würde man sagen, die Mehrheit dieser vier Kriterien soll hoffentlich in die Richtung zeigen, dass der Datensatz sich für eine Faktorenanalyse eignet. Denn das ist unsere erste Größe. Wollen wir da überhaupt irgendwie weitermachen und Faktoren rausziehen, also Variablen bündeln? Schritt 1. Schritt 2 geht es weiter. Wir versuchen anzuschauen, welche dieser reingepackten Variablen taugen überhaupt. Und da haben drei Leute, Kaiser, Meyer und Olkin, deswegen KMO,
ein Testkriterium entwickelt, also so eine Art umgerechnete Korrelation, die eine einzelne Variable anguckt und sagt, taugt die, um sie mit anderen Variablen in Zusammenhang zu bringen. Da war so eine Tabelle, die wir uns auch gleich nochmal angucken werden, wo oben an den Zahlen kleine Buchstaben dran waren. Und diese Zahlen mussten wir uns angucken. Und das ist im Prinzip ist das eine besondere Form von Korrelation. Aber eine, die ein bisschen höhere Unsicherheit hat. Und so könnte man sagen, während die Korrelation normal 0,3 als Mindestwert hat, brauchen wir hier bei KMO 0,5. Und alle Variablen, mit anderen Worten alle Eigenschaften, also zum Beispiel der Biergeschmack, ob der rau ist oder so, alle Eigenschaften, die da drin stehen, die nicht einen KMO-Wert von 0,5 oder hoffentlich mehr erreichen, schmeiße ich raus und rechne dann die Faktorenanalyse nochmal neu, ohne diese Daten. Und erst danach kann ich anfangen, diese Faktoren zusammenzufügen und zu bündeln. Und das wäre so der Step 1, den ich jetzt versuchen würde, mit dem Datensatz vom letzten Mal kurz nochmal nachzubilden, dass wir den nochmal einmal zur Sicherheit wiederholt haben. Deswegen springe ich jetzt ins SPSS hinein, da habe ich schon mal den Datensatz ein bisschen vorbereitet. Da erinnern Sie sich vielleicht noch ein bisschen dran, das war das letzte Mal, dass wir gesagt haben, dass wir das Margarine-Beispiel, Durchschnittswerte zu den ganzen Margarinesorten, hier hinten stehen sie, Sanella und Homa und Schieß mich tot, wie sie alle heißen. Und dazu hat man so Durchschnittswerte ermittelt und vorne dran die Eigenschaften. Und das würde ich analysieren und die Faktorenanalyse machen. So, kleinen Moment. Faktorenanalyse bei der Dimensionsreduktion und würde das einfach mal durchlaufen lassen. Sie sehen hier an den Linealen auf der linken Seite nur metrische Daten. Margarinemarke könnte man bei der Auswahlvariable rein. Und da würde ich jetzt hier bei den, ich mache es nochmal zu, hier bei den deskriptiven Statistiken mir anzeigen lassen, die Korrelationskoeffizienten, deren Signifikanzniveaus, die Inverse, die Anti-Image- und KMO-Werte, und würde damit eins weitergehen und mal auf OK klicken, was dann passiert, bevor irgendwelche weiteren Rechnungen angeguckt werden. Es kommt dann natürlich ein Wust an Daten auch leider wieder raus. Aber nochmal eben zur Erinnerung, diese vier Etappen, das sind sie, Korrelationen, Signifikanz, Inverse, Anti-Image. Die checken wir jetzt durch, ob die passen. Korrelationen, Sie sehen, hier steht's. Das wäre das, was ich aus SPSS für Sie in der Klausur rausziehen würde. Und da suchen wir Werte, die nicht nahe bei der Null sind. In der ersten Spalte hier sieht es perfekt aus, denn wir haben hier lauter Variablen, Preis und Haltbarkeit und so, überall Werte, die sind jetzt hier der Preis, minus 0,3 größer, der ist 0,6 und eigentlich lauter Werte. Der einzige, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der hier mit minus 0,186. Also der Vitamingehalt scheint jetzt hier nach der Kennzahlenlogik nicht der beste zu sein. In der zweiten Spalte sieht es nicht mehr so toll aus. Hier sind dann die Werte zwar hier noch gut, aber da ist mal Brat- und Backeigenschaften irrelevant. Kaloriengehalt ist irrelevant, da steht nur 0, auch hier unten der Vitamingehalt. Also das wäre aber kein schlechtes Indiz für eine Faktorenanalyse. Wichtig ist, dass wir ein paar Korrelationen haben, die was taugen. Es dürfen ruhig mal ein paar Lücken in der Mitte sein. Und dann woanders vielleicht auch wieder ein paar Bündelungen, die sich ergeben. Ja, also, dass wir so Grüppchenbildung haben, wenn wir es so sagen dürfen. Denn das sind ja Grüppchen, dass wir sagen, der Preis bildet jetzt hier eine Gruppe mit der Streichfestigkeit und der Haltbarkeit und so. Während der Preis, der hier noch einmal steht, keine Gruppe bildet mit dem Kaloriengehalt oder nicht so gut bilden kann. Ja, also dass wir da sagen würden, wunderbar, mit manchen Eigenschaften passt die Streichfestigkeit gut zusammen, der Preis aber nicht mit allen. Das wäre Prüfgröße 1, also gibt es eine Reihe, nicht alle, aber viele Korrelationen und diese Frage müssten wir bejahen, sodass wir jetzt sagen würden, hier auf der Checkliste, Checkhaken an die erste Sache und bei der zweiten sind von diesen Signifikanzen, von den Korrelationen sind die auch signifikant. Auch da würde ich jetzt gucken, da steht ja direkt unten drunter und Signifikanz heißt ja, guck einfach nur diese Zahl an, ist die kleiner 0,1 und jetzt sehen wir hier, dass jetzt hier Anteil ungesättigter Fettsäuren, der hier nicht signifikant ist und das hier auch nicht, aber die anderen Sachen mit Ausnahme von dem, alle in dieser Spalte. Also auch hier quasi das hier unten, die Signifikanz ist ja immer die Prüfgröße für eine Zahl und so könnten wir sagen, wunderbar, oben stehen viele Zahlen und viele von diesen Zahlen sind signifikant, also belastbar. Auch an diese zweite können wir jetzt sagen, Signifikanz, machen wir einen Haken. Und dann kommt die Größe, die, wenn sie aus der Reihe tanzt, am ehesten ignoriert werden darf. Das wäre die Inverse, Ziel, auf der Diagonalen große Zahlen und unterhalb der Diagonalen müssen, da sollen die Zahlen kleiner sein. Gucken wir uns an,
Gehen wir eins weiter runter. Verzeihung, jetzt bin ich zu weit gerutscht. Hier steht 38. Alle Zahlen mit Ausnahme der Anteil tierischer Fette sind kleiner. In der nächsten Spalte steht jetzt hier 9. Alle Zahlen, tut mir leid, das blendet es immer wieder ein, alle Zahlen unten drunter mit Ausnahme der 18 sind kleiner. Wenn Sie das genau angucken, später haben Sie es ja nochmal in Ruhe zum Ansehen, das gilt für fast alles, was jetzt hier nicht auf der Hauptdiagonalen ist. Es gibt immer mal einen, der aus der Reihe tanzt, aber im Wesentlichen sind die anderen kleiner. Also ganz selten wird diese Bedingung jetzt hier verletzt. Und die vierte, die Anti-Image-Matrix, da galt, wir sollen unter diese Anti-Image-Kovarianz gucken, also quasi unter die Diagonale, und sollen da gucken, sind die Werte größer als 0,1. Also beim Preis steht 0,018, nicht größer 0,1. Haltbarkeit? Auch nicht. Anteil ungesättigter Fettsäuren? Nein. Brat- und Backeigenschaften? Nein. Geschmack? Nein. 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 Bis zur Natürlichkeit, wo es aufhört, alles nein. Eigentlich müssten wir es die ganze Zeit jetzt abzählen, würden aber jetzt hier schon merken, es darf ja ein Viertel Ausreißer geben, die auch mal größer sind, aber hier die große, große Mehrzahl wird nicht größer als 0,1 sein. Und so müssten wir sagen, von den vier Fragen, die hier gestellt werden, sind diese Bedingungen erfüllt, müssten wir sagen, manche im Großen und Ganzen, also wie gesagt, die wackeligste, die inverse, im Großen und Ganzen erfüllt, alle anderen Kennzahlen sind ideal. Diese Daten hier, die wir jetzt hier vorliegen haben, also die Margarine-Eigenschaften, die eignen sich ideal, um im Prinzip Faktoren zu extrahieren. Das wäre jetzt die erste Etappe, also nach dem Motto, jetzt können wir weitermachen. Das haben wir bewiesen oder nachgewiesen in der Statistik, können wir Kennzahlen rausziehen. Und jetzt müssen wir prüfen, ob da nicht noch ein paar aus diesen Kennzahlen oder aus den Eigenschaften raus müssen. Und dazu würde man die zweite Etappe gehen, die KMO-Werte genauer angucken. Einen KMO-Wert gibt es an der Schnittstelle für diese Grundfrage, soll man da überhaupt mit der Faktorenanalyse weitermachen? Nämlich den KMO-Gesamtwert, der steht hier oben schon. Da wird im Prinzip der KMO-Gesamtwert hier an der Stelle für alle Variablen gemeinsam ausgewiesen, also so eine Art Gesamtkorrelation für alles, wenn Sie so wollen. Die ist 0,437, also zu wenig, denn das Ziel war 0,5. Für die wird auch ein Signifikanztest durchgeführt, so nach dem Motto, ist die belastbar? Ja, ist sie. Denn das ist der sogenannte Bartlett-Test, der sollte unter 0,1 sein und der ist deutlich unter 0,1. Also das heißt, noch einmal, Gesamtkriterium, ja, wir sollen Faktoren da rausziehen. Aber nein, es sollen nicht alle mitkommen, denn das sehen wir jetzt hier, wo ich gesagt habe, auf dieser Tabelle stehen an den Zahlen kleine Buchstaben dran. Ich hoffe, man kann das erkennen. An der Streichfähigkeit steht mit 0,458 ein kleines a oben im Exponenten. Beim Preis auch dasselbe. Bei der Haltbarkeit, bei den Anteilen ungesättigter Fettsäuren, überall auf der Hauptdiagonalen. Und damit entscheiden wir, welche Variablen drin bleiben sollen im Datensatz. Die sollten nämlich hier 0,5 und größer haben. Der Preis und alle, die hier stehen, fast keine dieser Variablen erfüllt dieses Kriterium. Der Preis hat 0,458, das geht ja jetzt noch so halber, aber der Preis 0,3, Verzeihung, Streichfestigkeit war das. Aber das 0,37, 0,741, also eigentlich ist das der erste Wert, die Haltbarkeit, die dieses Kriterium erfüllt. Das heißt, wir müssten anfangen, Variablen rauszunehmen bei dieser Analyse. Aber vielleicht kurz der Zwischenpunkt, machen wir kurz einen Zwischenstopp. Ja, wir sind jetzt da angekommen, so nach dem Motto, welche Variablen sollen zu Faktoren gebündelt werden. Und bevor wir dann später konkret uns um die Faktoren kümmern, sollen wir jetzt erstmal selektieren und sagen, welche bleiben denn im Datensatz drin. Dazu springe ich jetzt wieder ins SPSS zurück. Ganz kurz vielleicht noch als Hinweis, ich habe gesehen, es gab ein paar Fragen im Chat. Vielleicht mache ich einmal diesen Schritt des Rauslöschens nochmal kurz durch, dass wir die dann raus haben, die Eigenschaften. Aber ich habe gesehen, eben wegen der Fragen zum SPSS, nur noch mal kurz zum Info für alle. Es gibt von SPSS mehrere Versionen. Eine heißt auch PSPP. Das liegt ein bisschen daran, dass die für die Studierendenlizenz in der Regel eine andere Bezeichnung haben. Aber wenn Sie das googeln, gab es früher zumindest so eine Art 2-Wochen-Trial-Version, mit der man im Prinzip ausprobieren konnte. Und es gibt aber auch noch relativ kostengünstige Studentenlizenz. Zumindest war es früher so, dass die für ein Apple und ein Ei zu kriegen war. Also eine von beiden Varianten geht, falls Sie das durchtesten wollen. Und wenn im Extranet die Daten eigentlich online sein müssen oder müssten, dann finden Sie da eigentlich auch das Datenpaket, also genau die Übungsdaten, mit denen ich durchgehe, damit Sie gucken, ob Sie sich auch selbstständig und eigenständig durchklicken können. Also bei der letzten Gruppe hat das eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Aber wenn es da Fragen gibt, gerne melden. Deswegen passt es ganz gut. Aber vielleicht klären wir dann auch noch SPSS-Fragen nochmal so ein bisschen
im Hintergrund, wenn wir diese Methode mal durchgegangen sind. Okay. Also, nochmal, wir waren stehen geblieben, Variablen rauszunehmen. Und das müssten wir jetzt tun, damit wir überhaupt Erkenntnisse ziehen können. Ja, das erste wäre nur die Ebene gewesen, eignet sich der Datensatz. Und wenn wir jetzt aber anfangen, das nur reinzunehmen, was genau diese ganz hart dieses Kriterium 0,5 und mehr erfüllt, dann haben wir das Problem, dass unser Datensatz dabei stirbt. Denn wir haben fast ganz wenige Werte, fast keine Werte, die über 0,5 hier erreichen. Deswegen habe ich beim letzten Mal gesagt, alles, was gerundet 0,5 gibt, also 0,45 ist ja auch 0,5, alles gerundet lassen wir drin. Daher Streichfähigkeit, jawohl, das bleibt drin, aber der Preis nicht. Preis geht raus. Part-and-Bug-Eigenschaften. Dann dieser, was ist das, Geschmack? Und hier unten noch der Vitamingehalt. Und dann rechne ich es nochmal neu durch. Also, Preis geht raus. Part-and-Bug-Eigenschaften, Geschmack, Vitamingehalt geht raus. Und jetzt jagen wir das nochmal neu durch. Die Tabellen werden kleiner. Sie sehen, Korrelationsmatrix ist kleiner. Daran brauchen wir jetzt nicht mehr denken. Denn die neue Korrelationsmatrix, die entstanden ist, die sieht nur aus wie eine verkleinerte Version der alten. Alle Kennzahlen, die wir gerade schon gemacht haben, müssen wir nicht mehr angucken. Die ändern sich nicht, außer die KMOs. Die KMOs sind Gemeinsamkeitskennzahlen, die sich dadurch verändern, was wir jetzt gerade gemacht haben. Der Gesamt-KMO-Wert ist sensationell gut, da kann er maximal 1 sein. Gerade eben war er 0,4, jetzt ist er fast 0,8, also wunderbar. Und auch die Einzel-KMOs hier auf der Hauptdiagonale sehen sensationell aus. Also, jetzt haben wir die erste Hürde genommen und könnten sagen, diese Dinge hier, die eignen sich. Der Datensatz, so wie er jetzt ist, der kann verwendet werden. Und jetzt klären wir die letzte Frage, welche Faktoren ziehen wir denn daraus? Ja, wie bündeln wir die? Und damit wir das richtig tun können, müssen wir uns nochmal ein bisschen in Gedanken rufen, was am Ende dabei rauskommen soll. Nämlich zwei zentrale Eigenschaften, wo wir sagen, es gibt den einen und den anderen Faktor, idealerweise, mit der wir sagen, der eine Faktor hat gewisse Eigenschaften gebündelt und der andere auch. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie. Ja, am Ende steht diese Überlegung im Vordergrund. Nämlich, dass wir sagen, es gibt ein Lehrbuchbeispiel, diese fünf Eigenschaften. Das war dieser Vitamingehalt und der Preis und die Haltbarkeit. Und diese fünf Eigenschaften, hier die Xs sind Eigenschaften, also Variablen, die falten wir zusammen auf den Faktor 1 und auf den Faktor 2, die bündeln wir ja. Also so nach dem Motto, wir fassen das zusammen. Und im Faktor 1 landet von der Variable 1 88,9%. Im Faktor 2 nur 7%. Da sehen wir schon daran, sehr, sehr gut sehen wir daran, dass der Faktor 1 mit der Variable 1 ganz viel zu tun hat, aber mit der Variable 2, der Faktor 2 hat mit der Variable 1 fast gar nichts zu tun. Noch schlimmer hier, Faktor 2, der hat mit Variable 2 kaum was zu tun. Und bei der Variable 2 und dem Faktor 1 in der Kombination, da stehen 49%. Und daran entscheiden wir so ein bisschen die Richtung der Faktorenanalyse. Will ich von der Variable viel behalten, dann würde ich ja Faktoren so entwickeln, erfinden, sage ich jetzt einfach mal dazu, dass sie hier viele Prozentwerte stehen haben und wenn ich die Prozente zusammenrechne, ja, Sie sehen ja hier, 88 und 7 sind hier gerundet 96%. Das heißt, von der Variable 1 bleiben, nachdem ich Faktoren rausgezogen habe und die Variablen vergesse, 96% übrig. Von der Variable 3 95%, von der Variable 4 sogar 99%. Schlecht sieht es nur aus mit der Variable 2, die will nirgends so richtig reinpassen. Von der sind immerhin aber noch 52% erhalten geblieben. Das ist eine Möglichkeit zu denken. So nach dem Motto, ich habe die Variablen, die 5 Stück, ich bündle die zu zwei Faktoren und ich wünsche mir Faktoren, die diese Variablen möglichst gut zusammenfassen. Dann gehe ich hier nach den Kommunalitäten und ich wünsche mir Kommunalitäten, also zusammengerechnete Faktorenerklärungsgrade, da wünsche ich mir immer 1er. Oder ich sage mir, ich hätte gerne umgekehrt gedacht, ich schaue mir an, was hat der Faktor 1 von der ersten Variable, zähle dazu, was er bei der zweiten erklärt, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften und wünsche mir einen Faktor, der sehr stark ist. Ja, also ich kann entweder sagen, ich will viel von den Variablen sehen, dann gehe ich von links nach rechts, dann will ich Kommunalitäten maximieren. Oder ich wünsche mir Faktoren, die sehr, sehr viel sozusagen Power haben in der Erklärung. Dann will ich hier rum zusammenzählen. Und dieses unterscheidet die Herangehensweise in der Faktorenentwicklung. Ja, die Faktoren werden von SPSS ja, man könnte sagen, per Probierprozess erfunden, mit einer mathematischen Simulation, die auf den Korrelationen basiert. Und das sind die beiden Methoden, die wir SPSS vorgeben können. Dem SPSS können wir sagen, mach Hauptkomponentenanalyse.
dann wäre das das von links nach rechts gehen. Die Faktoren sollen die Variablen möglichst gut erklären. Also die Varianz einer einzelnen Variable soll zu 100% abgebildet werden im Idealfall. Wenig Einzelrestvarianz. Die Hauptachsenanalyse macht was anderes. Die möchte gerne schauen, wie groß die Schnittflächen zwischen den Faktoren sind. Zwischen den Variablen. Die möchte also von oben nach unten gehen in der Tabelle, die wir gerade gesehen haben. Ja, die Schnittmengen werden groß gemacht und natürlich bedeutet das, überall da, wo sich Variablen nicht schneiden, also da, wo sich der Vitamingehalt von den Fettsäuren unterscheidet, dass das weggeschmissen wird. Aber da, wo es Gemeinsamkeiten gibt, das wird weiterhin nach vorne getrieben. Um damit die Gemeinsamkeiten oder die Überlappung der Variablen quasi in den Vordergrund zu stellen. Das ist das Ziel oder die Herangehensweise. Darüber hatten wir dem SPSS noch keine Vorgaben gemacht. Jetzt gucken wir uns kurz an, was jetzt bis jetzt passiert ist mit den Rechnungen. Da unten kommt ja noch mehr. Sie sehen hier diese Kommunalitäten, die wir gerade in der Tabelle drin hatten. Anfangs, bevor extrahiert wird, sind von den 6 Sachen, die übrig geblieben sind, alle zu 1,0, ja klar, zu 100% analysiert oder mitgenommen worden. Und nach der Faktorenherausziehung, könnte man sagen, nach der Extraktion, da sind von der Variable 1, Streichfestigkeit, 88% übrig geblieben, Haltbarkeit für 52%, ganz schlecht sieht es leider bei den Fettsäuren aus. Und hier unten sehen wir eben auch quasi als Gegenstück, das hier wäre jetzt die rechte Spalte von der Tabelle, die Sie gerade in PowerPoint gesehen haben. Und hier unten steht jetzt dieser Faktoreneigenwert, das war das, was unter der Tabelle stand. Der erste Faktor hätte einen Eigenwert riesengroß von 3,9, aber der zweite jetzt hier nur von 0,947. Ja, also eigentlich ist das ein Problem. Ne? Man könnte sagen, theoretisch können wir sogar 6 Faktoren rausziehen. Sie merken schon was, da sind 6 Variablen. Theoretisch kann ich sogar jede Variable zum Faktor machen. Ist aber Blödsinn, denn der Faktor soll ja mehrere Variablen zusammenfassen. Also welchen Sinn kann es machen, eine Variable direkt zum Faktor zu machen? Da kann ich doch lieber direkt mit der Variable selbst arbeiten. Und so ist auch die Bedingung gebaut. Jetzt muss ich nochmal rumspringen ins PowerPoint. Ein Faktor, hier f, fasst diese Variablen zusammen und nimmt von der Variable 1 88% und von der Variable 2 49% mit. Die Variable 1 würde alleine, wenn sie ein Faktor wäre, von sich 100% erklären. Sie ist ja eine Variable selbst. Das heißt, der Faktor muss, um selbst mehr Erklärungskraft zu haben, mit anderen Worten besser zu sein als eine Variable, als eine Eigenschaft selber, einen Eigenwert von 1 überschreiten. Deswegen hat das SPSS hier auch nur einen Faktor rausgezogen, weil der hier schon einen Eigenwert hat von weniger als 1, mit anderen Worten. Ein zweiter Faktor wäre jetzt hier weniger wert als eine Variable selber. Dann sind wir eigentlich da schon fast durch. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier mit der Hauptkomponentenanalyse am Ende wären, dann würden wir da sehen, so haben die Variablen mit den Faktoren zu tun. Aber eben, das wäre ja Blödsinn, denn ein einziger Faktor würde ja sagen, der bündelt jetzt alle Variablen. Deswegen brauchen wir mindestens 2. Und das stelle ich jetzt gleich oben im SPSS nochmal ein. Ich möchte uns aber nochmal kurz was in Erinnerung rufen in der Tabelle oder in der PowerPoint bei den Analysenmethoden. Hier stand im Vordergrund bei der Komponentenanalyse, dass die Variablen zu einem hohen Prozentsatz erklärt werden sollen. Bei der Hauptachsenanalyse suche ich die Schnittmenge. Da will ich im Prinzip... Faktoren mit hohen Eigenwerten generieren. Gerade eben haben wir Faktoren mit hohen Kommunalitäten generiert. Das ändern wir jetzt auch. Wir gehen jetzt von der Hauptkomponentenanalyse in die Hauptachsenanalyse hinein. Das ändern wir jetzt. In der Rotation muss ich noch was einstellen. Varimax, dazu habe ich letztes Mal was gesagt, dass das die beste wäre. Und bei der Extraktionsmethode, dass ich jetzt von der Hauptkomponentenanalyse in die Hauptachsenfaktorenanalyse gehen würde. Und dass wir jetzt das SPS ausnahmsweise mal zwingen, 2 Faktoren rauszunehmen, damit wir überhaupt was interpretieren können. Es kommt oben nochmal fast dasselbe in den ganzen Ergebnisbeschreibungen. Und unten sehen wir, dass weil die Methode sich ja jetzt hier, unten sehen Sie es mit dem Mauszeiger, da hat sich die Methode geändert, dass jetzt die extrahierten Zahlen auch ein bisschen anders sind. Ja? Dass wir immer noch einen Faktor haben. Kleinen Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich mich verklickt habe. Entschuldigung, Anzahl Faktoren muss ich 2 eingeben, nicht oben beim Eigenwert. So, bitte um Entschuldigung, jetzt haben wir 2. Dass hier die extrahierten Zahlen ganz andere sind, andere Methodik. Sie sehen, hier sind es 2 Faktoren. Der erste hat einen Eigenwert von 3,9, der zweite 0,947.
ist eigentlich zu wenig, aber machen wir mal mit dem. Und dass wir dann bei einer rotierten Faktorenmatrix landen, die hier ist für uns die wichtigste, nach der Rotation haben wir eine eindeutige Zuordnung oder eine bessere Zuordnung, bei der wir sagen, der Faktor 1 ist unser F1 aus der gerade gegebenen Tabelle und alle Zahlen versuchen wir jetzt zu sortieren. Wir fangen an bei den Zahlen, die eine hohe Gemeinsamkeit mit einem Faktor haben. Eindeutig oder von der Reihenfolge her 0,5 und mehr. Das heißt jetzt hier der Kaloriengehalt 0,7, die Anteil tierischer Fette 0,89 und diese Natürlichkeit 0,89. Die drei hier gehören, erstens weil sie 0,5 und größer sind, eindeutig zu dem Faktor 1. Die Zahlen, die mit dem Faktor 2 zusammenhängen, sind zahlenmäßig kleiner, sind auf der Minusseite. Minus würde man wie Plus interpretieren, aber vor allem sind die zahlenmäßig größer, gehören eindeutig hierhin. Der ein bisschen schwierig ist, die Streichfähigkeit, die könnte für beide Faktoren gelten. Aber die Haltbarkeit, die wäre auch automatisch bei Faktor 2 und der Anteil tierischer Fettsäuren. Und ich glaube, ich habe es letzte Mal erzählt, 2 ist immer ideal. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass ein Datensatz uns 4 Faktoren extrahieren lassen will. Und das ist natürlich dann schwierig, weil jedem dieser Faktoren müssen wir Namen geben. Die Variablen haben ja auch Namen. Aber Variable 1 heißt Streichfähigkeit, Variable 2 Haltbarkeit. Variable 3 Anteil ungesättigter Fettsäuren. Dem hier müssen wir jetzt einen Namen geben, der zusammenfasst Kalorien, tierische Fette, Natürlichkeit. Und diesen hier, wenn wir sagen, die drei gehören dahin, müssten wir einen Namen geben, der zusammenfasst Streichfähigkeit, Haltbarkeit, Anteil ungesättigter Fettsäuren. Und das ist manchmal schwierig, weil unten gibt es Fette, oben gibt es Fette. Das heißt, ich kann Fett nicht als Bezeichner verwenden. Haltbarkeit, Streichfähigkeit, die beiden, ich habe das letzte Mal das, glaube ich, Usability-Faktor genannt oder Anwendungsfaktor, weil je leichter ich streichen kann, je länger ich eine Butter in den Kühlschrank legen kann, umso besser, würde ich jetzt sagen, okay, die haben was mit der Nutzung zu tun. Und das untere, das hätte ich jetzt hier den Faktor 1 zur Gesundheit genommen, weil ich sage Kalorien, tierische Fette und die Natürlichkeit, die das hat irgendwie mit Gesundheit zu tun. Aber das ist der Punkt, an dem es dann in die Interpretation hineingeht. Das Wichtigste, was wäre, wäre die Zuordnung, dass Sie sich merken, die großen Zahlen, immer betragsmäßig die größere Zahl, idealerweise 0,5 und mehr, die sorgt dafür, dass die Streichfähigkeit eher zu Faktor 2 gehört und die Haltbarkeit eben auch, als sie eben zum anderen Faktor 1 gehören. Und dieser letzte Schritt, diese Interpretation, beendet dann auch unsere Faktorenanalyse. Dann gibt es noch die Daten, die man abspeichern kann. Das mache ich jetzt auch nochmal einmal, dass man nach dem Analysieren diese fertigen Ergebniszahlen sozusagen abspeichert. Das finden wir bei Scores als Variablen speichern. Dann entsteht nach der Faktorenanalyse in den Haupt-, im Rohdatensatz sozusagen eine neue Spalte, wo wir sagen, jawohl, wir hatten jetzt hier ganz, ganz viele Eigenschaften zur Marke Sanella, ja, wenn wir das jetzt hier angucken. Und wir merken, wenn wir die zusammenfassen, ja, die Dinge, die mit Faktor 1 zu tun haben, die sind in Bezug auf Sanella, der Zahlenwert 0,42. Ja, also die Streichfähigkeit war ja Faktor 2. Die Streichfähigkeit würde hier untergehen, aber wir hatten den Natürlichkeitswert, diese 4 Komma wird umgerechnet gemeinsam mit, ich glaube, Vitamingehalt war es noch, ne, tierische Fettsäuren und einem dritten, das wird zusammengerechnet in Faktor 1. Und so können wir am Ende dieses Bild verstehen. Ich habe dann im Prinzip diese beiden Sachen genommen und die in ein Bildchen reingespielt, was dann eben diesen Wert ergibt, sodass wir sagen können, jawohl, wenn wir jetzt nochmal genau gucken, was diese beiden Faktoren waren, da steht ja Faktor 1 und Faktor 2. Ja, hier sehen Sie 2 und 1. Dann haben wir bei der Regressionsanalyse gerade dem Faktor ja einen Namen gegeben und haben gesagt, der Faktor hier, das ist der Benutzungsfaktor, Faktor 2 ist der Benutzungsfaktor. Also gucke ich nochmal rein. Den höchsten Benutzungswert hat hier diese Butter, die hier drüben steht. Ich glaube, das ist dunkelblau. Das ist die B-Zelle. Also die B-Zelle ist von der Haltbarkeit und vom Streichen aufs Brot der beste. Ja, die hat den höchsten Zahlenwert. Während das, was hier unten ist, das hell-lila, ne? Die Du-Darfst-Butter, wenn ich das richtig sehe. Ne, die Rama. Die Rama hätte von dem Usability-Faktor den niedrigsten Wert. Ja, also am schlechtesten, was so das angeht. Während beim Faktor 1, wir sagen, da stand Natürlichkeit und Geschmack oder Gesundheit im Vordergrund. Da schneidet die Rama auch ganz schlecht ab. Die B-Zell schneidet einen Ticken besser ab. Aber das Beste ist jetzt hier offensichtlich die Weihnachtsbutter. Aber die ist halt von der Benutzung nicht so toll. Und eine Firma könnte jetzt sagen, wunderbar, ich habe meine beiden Kernfaktoren, meine Haupteigenschaften und die Marktlücke ist hier oben rechts, nämlich da, wo ich eine super Usability, eine tolle Anwendung habe und gleichzeitig noch eine hohe Gesundheit in der Ausprägung.
So, jetzt habe ich Sie lange zugetextet mit dieser Methode. Jetzt mache ich mal kurz einen Break und würde da auch erstmal die Aufnahme anhalten, dass Sie vielleicht nochmal 1000 Fragen stellen können, falls Sie das nicht auf der Aufnahme drauf haben wollen.